Ich denke, dass wir zu den Mitfavoriten gehören. Es sind natürlich immer die üblichen Verdächtigen, muss man sagen. Wir haben es halt in den vergangenen Jahren jetzt nicht geschafft, bis zum Ende dabei zu sein. Bittere Niederlagen, leider jetzt zuletzt auch gegen FC Villarreal. Und das, so ein Ausscheiden tut natürlich weh. Und von daher haben wir den Ehrgeiz und den Ansporn, auch sehr weit zu kommen in der Champions League. Und wir gehören zu den Mitfavoriten. Und das wollen wir in dieser Saison unter Beweis stellen. Ich war als Trainer noch nie im San Siro. Freue mich auf das Spiel, freue mich auf das Stadion. Es sind ja viele geschichtsträchtige Partien schon abgelaufen in dem Stadion. Ob das jetzt morgen geschichtsträchtig wird, weiß ich nicht, aber wichtig für uns auf jeden Fall, genauso für Inter auch. Auftaktspiel in Gruppenphase ist nicht entscheidend, aber ein guter Start ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, auch einen ordentlichen Zieleinlauf zu haben, den wir versuchen, mal einen guten Start zu erwischen. Und sind grundsätzlich gut drauf, bin guter Dinge, dass wir es in der Champions League auch sehr gut umsetzen. Voraussetzungen sind dafür gut geschaffen. Wir haben einen sehr interessanten Gegner, wir haben eine sehr interessante Gruppenphase vor uns. Und ja, bei so wenigen Spielen in Anführungszeichen in der Gruppenphase hast du nicht allzu viel Zeit, dir Schwächen zu erlauben, und demnach versuchen wir morgen, wie ich schon erwähnt habe, einen sehr, sehr guten Start hinzulegen. Oder ich beziehe die Liga tatsächlich weniger mit ein, sondern eher die Einzelspieler, den Trainer. Sie haben einen sehr guten Trainer, haben eine extrem erfahrene Mannschaft, was die Einzelspielerqualität betrifft, außergewöhnlich gut. Sie haben natürlich mit Lukaku einen verletzten Stürmer, der auch einen Unterschied machen kann, aber jetzt gerade mit Dzeko, der reinkam gegen Milan, der das sehr, sehr gut gemacht hat, auch einen mit extremer Erfahrung.